was um alles in der Welt ist das immer für ein Geräusch? Bei uns ist hier wieder irgendwie irgendwas im Gange. Das haben wir so oft, dass dieses donnernde Geräusch übers Land haut. Und ich sage mit Absicht haut, weil davor kommt eine kleine Druckwelle hier direkt an. Also das ist echt unangenehm. Und ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwelche Explosionsgeräusche, aber was könnte hier dauernd explodieren, weil das kommt so oft vor. Also, naja, und die Kleinen haben natürlich Schiss. Ich habe die den ganzen Morgen noch nicht gesehen. Das ist jetzt nach 13 Uhr. Ich bin fertig mit Befüllen und die Stellen sind schon fast alle geräumt. Und jetzt habe ich zum ersten Mal einen von den drei Kleinen gesehen. Ich hoffe, ihnen geht's allen gut. Die waren die ganze Zeit im Bau, obwohl wir das herrlichste Wetter haben. Wir haben, ja, also in der Sonne garantiert über 20 Grad, einen leichten Nordwestwind. Und der ist sogar angenehm, wenn er mal kurz weht. Weil, ja, in der Sonne muss man sagen, da wird es schon heiß. Ich sitze hier ohne Jacke und alles Mögliche. Ach, herrje, schaut mal, der Kleine hier hat ein Problem mit einem seiner beiden Vorderläufe. Der eine scheint völlig verkrüppelt zu sein und der, ja, kippt immer leicht nach vorne und hinkt. Ach Mensch, das ist ja furchtbar. Tja. Die ist aber auch wirklich sehr kurz geraten. Mit sowas kann der Fuchs, falls er es noch schafft, sich bis in die Zeit zu retten, wo es dann losgeht, ja noch nicht mal selber ernähren. Der kann ja nicht mal eine Maus fangen, wenn beide Vorderläufe nicht funktionieren. Gut, wahrscheinlich könnte er sich mit irgendwas anderem behelfen, aber ob das so... Ja, das sieht nicht gut aus. Der hat keine große Chance. Ich muss mal drauf achten, wie lange ich ihn noch sehe. Solange die Mama säugt, mag es ja gehen. Aber sofern die aufhört, die Kleinen zu säugen, ach, ist das traurig. Ja, genau, Flauschi. Ich habe heute natürlich noch länger diesen kleinen Racker hier beobachtet, auch wenn es mich ziemlich traurig gemacht hat. Aber wenn euch das interessiert, ich habe einen kompletten Film über die Füchse gemacht und vor allen Dingen über die Jungen, die ich hier beobachten konnte. Das hätte aber den Rahmen dieses Update-Videos hier völlig gesprengt. Deshalb findet ihr diese Aufnahmen dort in dem Film und ich setze euch oben rechts die Infokarte zu diesem Video. Wenn euch die Geschichte rund um die Füchslein hier interessiert, dann schaut doch da mal rein.
Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und fürs Interesse und hoffe wie immer, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin alles Gute für euch und tschüss.